führt wieder hierher. Mal meine Wand dann rabenschwarz. Bin müde und kein Schlaf am Tag. Lieg flach, glotz mich in mein Grab. Geier auf dem Dach und warten auf Halt. Ich ruf mich nicht an, ich bin tot. Meine Haut grün, die Augen rot. Lad mich nicht ein, denn da wo ich hingeh, regnet das bloß. Die Wand ist lang und zu hoch. Der Graben tief und zu groß. Doch irgendwo aus dem Nichtblick, für den es sich lohnt. Deine Augen machen bling, bling, alles vergessen. Deine Augen machen bling, bling. Komm mal, deine Augen machen. Berlin, seid ihr mit mir? Ciao, komm mal. New, mein Damen, wenn mir geht's sense, dann have to raise my thumb to your load. Cool me down for my brain is gonna have no savers. Again, I'm gonna bet my honey. Some guys wanna spy out the delilah. My voice gonna cry out the yellow. The dogs will sniff it and smell it. Retell it, then the press gonna buy it and sell it. So simmer down and please let me go. Race the dimmer for the light that you lure. In this pool, I can't feel the realness. I win now. So blow it out, Mr. Delilah. Hi. Hallo. Hi. Wie heißt du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Ja, ich bin Vincenzo Rindone. Ich bin aus Mannheim, bin 36 Jahre alt. Ich bin Musiker und schreibe meine eigenen Songs, auch eben in dem ähnlichen Stil mit Reggae und Dancehall. Ich fand auch vor allem, dass du hast überzeugt in diese Wechsel. Wenn ich ehrlich bin, ich dachte, das ist eine zweite Person. Und die zweite Person hat mich mehr interessiert als die erste Person. Aber dass die gleiche Person ist, ist natürlich ein Hauptgewinn für mich. Ich habe es geliebt, dir zuzuschauen auch. Und ich habe schon einen Plan für dich in dem Battle. Aber ich denke, dass wir mussten mit der zweiten Person mehr reden als mit der ersten. Wir setzen uns einfach zu dritt an den Tisch und dann klären wir das, würde ich sagen. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Dankeschön, ich freue mich auch. Geile Tüberle. Komm, ich bin hier raus. Also ich freue mich auf die Zukunft. Wir treffen uns nach der Show. Ja. Und dann quatschen wir ein bisschen, okay? Das war natürlich ein bisschen Spannung da, aber dann hat sich tatsächlich Ray gedreht, was mich mega gefreut hat. Er hat mir gezeigt, dass er überzeugt ist und das fand ich mega schön.